Ja, guten Morgen, YouTube-Freunde. Freitagmorgen, 7 Uhr, an meinem schönen Platz, da mit dem Bänkli, Holzbank. Hier mein Zuckerrübenfeld, mein Nussbaum. Sehr schöner Ort. Und hier war ich ja jeden Morgen mit meinem lieben Vino spazieren. Jetzt bin ich nicht mehr so viel hier. Und wenn ich hier bin, macht es mich gerade ein bisschen traurig. Ja, aber sehr schöner Morgen. Darum habe ich schnell die Kamera genommen und einen Rundblick gemacht. Ich wünsche euch einen guten Morgen und ich werde da noch ein paar Sachen mehr aufnehmen diesen Tag. Jetzt ab nach Hause, Morgenessen. Dann fahre ich mit meinem Motorrad in die Werkstatt. Schneller Check-up. Ich weiß nicht, ob Vorderradpneu gewechselt werden muss, damit ich da sorgenfrei in Deutschland rumkurven kann. Und die Strecke werde ich dann auch noch irgendwie raufladen. Mein Kollege hat mir die per WhatsApp geschickt, wo wir durchfahren. Es geht durchs Elsass rauf und durch den Schwarzwald zurück. Liebe YouTube-Freunde, ihr seht mein Motorrad auf dem Schragen. Mein Motorrad in der Werkstatt, werden beide Pneus gewechselt. Hat zu wenig Profil, um nach Deutschland zu fahren. Ich will dann nicht von der deutschen Polizei angehalten werden, ich will fahren. Keine Pässefahrt würde da noch drin liegen. Wir werden 1500 oder mehr Kilometer fahren in den 5 Tagen. Da reicht das eben nicht. Und wir werden auch, ich muss die rechte Hand nehmen, Gas aufreißen in Deutschland. Achtung, ich komme. Cool. Und hier kommt er. Weiße glänzt nicht vor Sauberkeit. Vielleicht probiere ich ihn dann noch zu reinigen. Aber ich bin vorsichtig geworden mit dem Hochdruck-Waschanlage. Einmal ist er mir nicht. Zweimal hatte ich Probleme. Einmal war dann der Kertenstecker defekt und der ist mir nur noch auf 3 Zylinder gelaufen. Und einmal ist er nicht mehr gestartet nach dem Waschen. Was zu? Jetzt haben wir da die Bartnelken Wasser bekommen. Das ist gut. Ich glaube, es reicht. Also das Fass ist auch praktisch leer. Also sind da gute 2.500 Liter Wasser, habe ich da gesprinkelt. Und vielleicht hört ihr es, mein Motor läuft nicht mehr sauber. Zündung, ich weiß nicht, ich habe eine neue Kerze, neue Kerzenstecker und er läuft nicht sauber. Ich muss den in die Werkstatt geben. Irgendwas mit der Zündung ist da nicht mehr gut. Jetzt den Rest Saatkartoffeln hier nach Graswil transportiert. Ist noch niemand hier. Ich hoffe, der Klöso kommt dann und ladet mir die Boxen ab. Die letzten
zwei Kürbiswagen kommen auch raus. Und wenn die dann gefüllt sind, ist dann endlich volles Programm. Blumenfeld an der Zürich-Bernstraße, der Kürbisverkauf. Schaut da mal vorbei. In Erfigen, Schweiz, bei Bauerhausi. Jawohl! Da meine Kühe. Ich habe ihnen eine neue Weide geöffnet und heute Morgen und sie haben es nicht gemerkt. So, jetzt wollen wir einmal schauen. Ich fahre weg und sie kommen. Ja, Goli, Goli! Goli, Goli, Goli! Goli, Goli, Goli! Sie sind schneller als ich. Ja, das sind halt fitte Kühe. Die Galloway Mutterkühe. Ja, die können rennen wie Pferde. Ja. Ja, haben es noch nicht gecheckt. Jetzt, komm. So, wieder für ein paar Tage Ruhe. Gell, Munele? Ja? Ja? Hier ist noch die Rosalie, meine Lieblingskuh. Ja. Aber die will auch fressen, die hat jetzt keine Zeit. Ich wünsche euch einen schönen Tag und man sieht sich. Nicht vergessen, liken, wenn es euch gefällt, abonnieren, kommentieren. Tschüss zusammen, ciao, einen schönen Tag, ciao.